So, da sind wir wieder. Road to Bathurst 2020, Road America, zweiter Lauf. Hallöchen. Ah, Jiggy Boy ist auch da. Ja, heute Schulle wieder in der Regie. Ging nicht anders? Ja, genau. Der hat die Performance zu Hause stehen. Die Hardware. Die Hardware. Ja, wir sind schon in der Qualifikation. Die läuft bereits. Genau. Rundenzeiten haben wir noch nicht. Nee, noch kein, nichts Gesetztes hier. Alle noch quasi in ihrer Inlap. Genau. Erste heiße Runde läuft noch. Wir haben noch nichts verpasst. Wie viele Fahrer haben wir am Start? 22 sehe ich gerade. Ja, 22 Fahrer am Start. Sehr schön. Road America, bist du die schon mal gefahren, Schulle? Ja, vor ein paar Wochen habe ich sie mir mal angeguckt. Braucht auf jeden Fall ein gewisses Training, macht aber eigentlich schon von der Sache her echt Laune, die Strecke. 6,5 Kilometer, 14 Kurven sehe ich gerade hier. Ah, man sieht am Asphalt hier oder am Straßenbelag, da hier ein Riss, da ein Riss. Die ist nicht mehr ganz so neu. Nee, Baujahr 1955, beziehungsweise Eröffnung war 1955. Ah, die hat schon ein paar Tage auf dem Buckel. Ja, da sind schon einige Kilometer runtergespult worden hier auf der Strecke. Wie du schon sagst, man sieht es stellenweise auch an der Asphaltdecke. Richtig. Hier mit den schönen GT3 Bolinen. Schöne Soundkulisse wieder. So soll es sein. Ja, 20 Minuten Quali gibt's gesamt und danach ohne Pause geht's direkt weiter ins Hauptrennen. Genau, 60 Minuten. Eine Stunde Rennen. Genau. Das Ganze geht dann so bis kurz nach 10. Ja, und danach setzt du dich ja auch wieder in den Rennsitz. Ja, heute noch ein Rennen. Kann man so sagen. Richtig. Schulle muss auch noch heute ackern hier auf der Piste. Grüß dich, Pi. Hallöle. Pi wahrscheinlich. Pi hat Nachtschicht, glaube ich. Live von der Arbeit. Mit dabei. So, die ersten Zeiten rasseln hier runter. 12 Rundenzeiten gesetzt. Oh, Mann, Kühn. Die ersten drei sehr dicht beieinander. Dann kommt schon eine etwas größere Lücke. Und ja, die wird dann immer größer hinten raus. Aber gucken wir mal. Wir haben ja 23 Starter, die hier gleich zaubern werden, wie eng das Feld sein wird. Wir hatten ja die letzten Male, wie in der WTCR, auch in der GT3, dass gerade das Mittelfeld sehr, 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 sehr eng beisammen ist. Da kam nie Langeweile auf, da war immer Action. Da war immer Action, richtig. Immer volle Pulle Action. Ja, live von der Nachtschicht, genau. Pi. So sieht's aus. Pi, wenn du gerade zuhörst, passt der Ton? Bin ich laut genug? Wir haben ja heute mal die Stream-PCs getauscht, sozusagen. Ja, ich denke doch, dass du beim letzten Mal ging's auch, ne? Identisch so laut bist wie ich. Hoffe ich. Perfekt. Ja, wie gesagt, 22 Fahrer am Start hier am heutigen Abend. 16 Rundenzeiten wurden bereits gesetzt. Warten wir nochmal die nächsten Rundenzeiten hier ab. Ja, schauen wir mal. Jetzt setzt sich hier gerade der Jordan Frohi auf Platz 1. Der alte Franzose. Nee, der ist Pi, nicht ich. Jordan Frohi. Wir nennen ihn Jordan. Wir haben ihn letztens auch Jordan genannt. Ehe wir uns hier komplett blamieren. Richtig. Sagen wir einfach nur Jordan. Ja, der hat sich auf Platz 1 gesetzt, aber ganz haarscharf vor den Tobias Kühn mit 0,058 Sekunden. Martin Petermann auch nur ein Hauch dahinter auf Platz 3 aktuell. Ja. Was? Ja. Schulles Stimme ist schöner, das kann gar nicht sein. Das kann nicht sein. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Laufen. Haben wir jetzt noch 12 Minuten. 12 Minuten sind noch. 3 Fahrzeuge fehlen noch. Mit der Rundenzeit. Noch keine gültige Runde beendet. Ja, wahrscheinlich hier oder da mal ein Abflug. Passiert hier sehr schnell.
wenn man unachtsam ist. Ich gucke gerade, ja, das haben alle schon auf jeden Fall Runden absolviert, bis auf Tobias Jünger. Tobias Jünger. Der hat noch keine absolviert. Ja. Wenn man Attila Dina sieht jetzt hier, der hat schon zwei Runden gefahren. Also der müsste hier mal langsam auftauchen in den Zeitenmonitor. Ja, okay. Wir machen den Stream direkt wieder aus, ja. Extra für ein Pi. Ja. Ja, bin gerade hier beim Attila. Mal gucken, wann er die erste heiße Runde beendet. Ich habe einen Auto-Director laufen. Das finde ich noch ein bisschen entspannter. Ab und zu, wenn man wirklich mal Zweikämpfer hat, bleibt man da drin. Ansonsten finde ich es ganz gut. Das stimmt. Jetzt ist meine Stimme schöner. Ja, ja. Ist klar. So, 20 Runden, 20 Zeiten sehen wir hier schon. Attila fehlt noch, schauen wir mal. Wo er sich gleich hier einsortieren wird und sind alle dabei. Sind alle dabei. Seitentechnisch zumindest. Die Zuschauerkapazität von der Strecke 50.000. So, ist aber nicht viel, ne? Wundert mich auch gerade, ne? Bei so einer großen Strecke. 6,5 Kilometer Rundkurs hier sozusagen. Rundkurs sei schon Kursstrecke. 6,5 schon Kilometer. Wenig, ne? 50.000. Ist schon etwas wenig. Der Bier ist immer dabei. So. Immer. Hä? Immer. Immer. Tablet läuft immer. Auch nachher, wenn Schule fährt. Werden wir auch sehen. Ja, aktuell ändert sich noch nichts, aber Tobias Kühn ist hier gerade auf Purple unterwegs. Im ersten Sektor. Na, was ist da los beim Schule? Ja, es war eine Störung am Mikrofon. Achso, okay. Grüß dich, Krabbel. Hi, Krabbel. Boah, das kann aber einer richtig rausgescheppert. Wer war das? Ja, boah. Tobias Kühn immer noch auf Lila. Mal gucken, ob der sich jetzt hier... War das der Tobias Jünger? Nee, hat nicht erreicht für Tobias Kühn. Konnte sich zwar leicht verbessern, aber hat nicht ganz gereicht. Also die ersten zwei Sektoren waren Purple. Jetzt Jens Fiedler. Auf jeden Fall erster Sektor war Purple. Der zweite nicht mehr. Mal gucken, ob da... Nein, da gibt es auch keine Verbesserung bei mir Jens Fiedler. Reicht noch nicht. Aber die ersten 5-6 Fahrer sind doch sehr eng beisammen. Oh ja. Und wie gesagt, das besagte Mittelfeld auch sehr eng beisammen. Das wird schon ein heißer Ritt wieder. Ich denke, das wird ein geiles Rennen hier. Wie gesagt, 22 Fahrzeuge auch. 60 Minuten Action. Leistungsdichte ist hoch. Gruppenweise auf jeden Fall, wie man sieht, ne? Ja, auch auf jeden Fall. Auch bei den Plus-Zweiern von Sascha Hagedorn bis Brian Schmidt, Platz 13 bis 18, auch dicht beieinander. Ja. Nach 7 Minuten läuft das Qualifying. Yes.
Wundert mich, dass Attila noch keine Zeit gesetzt hat. Doch, Attila ist auf Platz 7. Oh, wer fehlt denn dann noch? Ah, nee, stimmt, Attila ist jetzt... Ah, ja, Entschuldigung, hab ich verguckt. Attila auf 7? Ah, Tobias Jünger ist es, der noch keine Zeit gesetzt hat. Okay. Der Tobi, wo ist er denn? Ich schalte mal rüber. Ah, der fährt. Tobi fährt. Ja gut, es reicht, wenn du ein Stück rauskommst, ne? Dann ist die Rundenzeit direkt ungültig. Richtig. Und bei der Streckenlänge, ja klar, dauert es natürlich ein bisschen länger. Gute 2 Minuten immer mindestens. Richtig, richtig. Ah, gucken wir mal, gucken wir mal. Ja, der Jordan konnte sich jetzt nochmal verbessern, glaube ich, ja. Schau mal auf mein Tableau hier. Ja, 0,3 Sekunden auf den Tobias Kühn. Das war vorhin noch enger. Auch Tobias Kühn konnte sich etwas absetzen auf Martin Petermann. Ich glaube, die waren vorher auch nur bei 0,0 und 0,05 oder so, 0,08. Ja. Dann schauen wir mal, ob jetzt hier in den letzten 5 Minuten nochmal Veränderungen entstehen. Oder kommen, ja, 5 Minuten oder wie auch geht immer schnell. Quali, 20 Minuten geht schnell rum. So, und wir drücken jetzt beim Tobi die Daumen, dass er jetzt auch seine Zeit setzen kann hier. Ist im ersten Sektor schon durch. War auch grün. Verhältnis. Gut, er hat noch keine Gesamtzeit gesetzt, aber er ist die Sektoren ja trotzdem schon durchfahren. Und da war der Sektor 1 auf jeden Fall grün bei ihm. Ja, mal gucken, mal gucken. Sektor 2 läuft noch. Eins 28,4 im Sektor 2. Oh, der Nightbot rastet aus. Ja, ja. Kennt ihn. Er ist hier voll auf Action. So. Ja, Tobi hat immer noch keine. Ja, er fährt noch. Er ist in Sektor 3. Ich ja, bin mal draufgegangen jetzt. Hat jetzt hier auch Fahrzeug hinter sich direkt. So, Zeit. Für Tobi eine 2.057, ja, platziert sich damit auf 17. Genau, auf 17, direkt hinter seinem Teamkollegen. Eine Maverick. Runde geht noch. Eine Runde geht noch. Beziehungsweise zwei dann, mit der angebrochenen, die er noch beenden könnte. Ich weiß gar nicht, ob das ist das bei Racing, dass man die noch überhaupt noch beenden kann. Ich weiß es gar nicht mehr. Bin ich von ausgegangen. Ah ne, der bricht dann ab, glaube ich. Der bricht dann einfach ab. Wenn du Glück hast, kommst du noch drüber, wenn nicht, dann nicht. Ja, ja, stimmt. Der bricht ab nach ein paar Sekunden, glaube ich. Kann auch sein, dass ich mich irre, aber das ist so das, was ich bisher mitbekommen habe. Vielleicht weiß es ja einer im Stream-Chat. Aber ich meine, dann ploppt irgendwann einfach ja Übersicht nur auf. Mit den Platzierungen. Eineinhalb Minuten noch. Treppchen besteht weiterhin aus Jordan, Tobias Kühn und Martin Petermann. Ja, Markus Reus hat sich da ein bisschen rangemausert. Jetzt auf Platz 4 hier, nicht weit weg. Ja, und Markus ist ja auch einer von den Fahrern, die hier unheimlich konstant fahren können. Und auch wenn sie sich mal rausdrehen, sich wieder komplett durchs Feld nach vorne arbeiten. Also da, die Jungs, denke, werden sich da ordentlich ums Podest nicht prügeln, aber da ordentlich fighten in fairer Manier. Auch Jens Fiedler
0,4 Sekunden Abstand auf Platz 1 knapp dabei. Dennis Röser ebenso. Oh, Tobi bricht ab. Bleibt bei Position 17 für ihn. Ja, wenn nicht noch ein anderer noch eine schnelle Runde dreht hier. Oder so. Hat sich hier dicht hinter seinem Teamkollegen platziert, der auf Position 16 ist, der Marcel Maverick-Plack. Tobias Kühn lässt auch ausrollen. Thomas Gamel, den hat es hier erwischt. Frontschaden. Da fehlt ein bisschen was. Da fehlt ein bisschen was am Auto. Auf jeden Fall. Letzten 20 Sekunden laufen. Den Petermann fährt nochmal raus. Irritiert mich natürlich jetzt hier, so 10 Sekunden vor Feierabend. Ja, nochmal so fürs Gefühl nochmal raus. Wahrscheinlich. Und da haben wir die Übersicht. Da haben wir die Übersicht. Also pünktlich auch beendet. Das war die Frage, die wir eben hatten, ne? Ob die Runde noch zu Ende läuft oder nicht. Genau. So, die Uhr tickt runter, eine Minute, dann geht's los, genau. Endstart. Bis sich das Grid füllt, sozusagen. Genau, genau. Lauf 2 von Road to Bratwurst. Road to Bratwurst. Straße zur Bratwurst. Genau. Ja. Hast du auf jeden Fall gut übersetzt, Schulle? Ja, sehr gerne. Bin immer wieder begeistert. Ja, ja. Aber, naja, mein Englisch ist not the yellow from the egg, ne? Ja. Und with me is not good cherry eating. Oh ja. Oh ja. So, das Grid füllt sich. Jetzt noch ein paar Sekündchen. Jetzt sollte es losgehen. Jetzt sind wir hier direkt bei Rainer Hillert im Cockpit. Relativ weit hinten. Haben also hier schön die Action. Und da geht's los. Ach ja, wir haben ja den fliegenden Start. Nicht vergessen. Ach ja, ich habe mich immer noch nicht verstanden. Ja. Einführungsrunde. Genau. Ich war letztes Mal schon drauf reingefallen. Ja, mal gucken, ob Robert Wutzi wieder durchstartet. Nein. Er hat's gelernt. Das war echt cool auf Monza. Wir einfach völlig durchstartet. Ja, und sich gedacht hat, ihr Idioten, ihr Noobs, Alter. Ich bin der Einzige, der hier starten kann. Nein, und voll geil. Also mit dem der Jordan Finger aus dem Fenster ist er an ihnen vorbeigefahren. Genau. Ehrlich. Jordan führt jetzt das Feld an und gibt da quasi die Pace vor. Wo ist es? Und dann schauen wir mal. Wäre natürlich schön, wenn das im Spiel so von Hause aus drin wäre, ne? Das wäre natürlich schön. Ja. Ist das ein R-Faktor oder Assetto drin? In R-Faktor und Assetto gibt es das, ja. Ja. Ja gut, Assetto fährst du dann so einen Streckenabschnitt zum Beispiel, ne? Oh. Genau. Also keine ganze Runde. Was ändern? Das fällt mir jetzt erst auf. Bitte? Ich sage, ich muss mal hier schnell was ändern. Was denn? Ach, hier im Schreibbereich hier vom Programm. Okay. Ja, alles klar. Ich hab Schulle hinten 2E, das ist mir ja nicht aufgefallen. Ach so, okay. Aber jetzt ist es mir aufgefallen und ich hab's geändert. Du bist der Beste. Ja. Aber es hat sich keiner beschwert. Ja, ist keinem aufgefallen, das ist gut so. Dann ist doch gut. Ja. Dann war es nicht so schlimm. Ja, schau mal, gespannt auf Jordan auf Platz 1.
der das Tempo vorgibt. Richtig. Mal hin. Hier werden noch ein bisschen Schlangenlinien gefahren. Vielleicht ist auch Krötenwanderung auf der Strecke und deswegen fahren sie die Schlangen, man weiß es nicht. Das zögert jetzt hier nochmal ordentlich, er macht es richtig spannend auf jeden Fall. Er macht spannend. Aber hier bei Jens Fiedler im Cockpit. Jetzt nicht mehr. Ich bin bei Jordan vorne, Manuel. Wie Manuel bei Jordan. Manuel ist bei Jordan, hä, was? Was jetzt? Nee, ich bin Manuel bei Jordan vorne, ja, ja. Um zu gucken. Hi Crumpy, grüß dich. Grüß dich, Crumpy. Schön, dass du hergefunden hast. Jetzt wird spannend. Oh ja, ja, das sieht schön aus hier, die 22 Fahrzeuge. Wie gesagt, Quamp, wunder dich nicht, fliegenden Start gibt's. Das ist noch nicht das Rennen. Ja, die können schneller. Die könnten noch etwas schneller fahren, aber es ist ja fliegender Start. Und? Jetzt müsst ihr ja mal langsam auf den Pinsel drücken. Noch nicht. Sitzt im Cockpit, um es zu beobachten. Martin, Jetzt! Jetzt. Oh, da hat er super verzögert. Da hat er sich natürlich richtig schön direkt mal absetzen können. Also das war top, das Manöver. Hat er strategisch gut umgesetzt hier auf jeden richtig Fall. Richtig gut. Schauen wir, dass alle gut durchkommen. Driver Incidents muss ich noch anschalten. Du wahrscheinlich auch, wenn du es nicht schon hast. Natürlich habe ich das schon eingeschalten. Du Profi. Jetzt habe ich es eingeschalten. Damit wir auch nichts verpassen. Genau. Zack, zack, da die Audi-Fraktion vorne weg. Ja. Dreimal Audi, dann zweimal AMG. Martin Petermann auf der 2. Er hat sich also hier den Tobias Kühn quasi geschnappt, ne? Ja, war der richtig. Nicht Zweiter? Also wenn ich mich nicht irre. Ja, richtig. Hab auch letztens gesehen, der Jordan ist absoluter Nordschleifen-Profi. Ja, Leaderboard. Ja, Leaderboard, halt mal geguckt, fährt dann mit seinem Audi auf der Nordschleife eine 630 oder eine 631, auf jeden Fall verdammt schnell. Was hättest du? Eine 640, also da ist noch ordentlich Luft. 9 Sekunden, ja. Okay. Wahnsinn, Wahnsinn. So, onboard sind wir hier bei Platz 3 beim Tobias Kühn, bei dir auch schon, oder müsste eigentlich gleich sein, ja, ne? Ja, ja, nicht immer, aber fast immer. Gut. Die drei ziehen auch schon ordentlich weg da, der Jens kann glaube ich nicht ganz die Pace halten. Und der Markus Reus ist dahinter, im blauen Arm geht zu sehen und dahinter Dennis Röser und Attila Diener. Das ist auch so ein, wahrscheinlich so ein Dreier-Pulk dann. Oh, jetzt wird's hier aber richtig eng an der Spitze. Schöne Aufnahmen von den Audis. Sehr spannend auf jeden Fall.
Ja, Martin Petermann hier im Sandwich von EGT Racing. Aber Tobias Kühn zeigt sich jetzt hier innen. Ah, da schwingt die Kamera leider um in dem Moment. Verstehe ich manchmal nicht. Ja, manchmal ist es ein bisschen komisch, ja. Und switcht die Kamera einfach weg in dem Moment. Und könnte ja was Spannendes einfangen. Da muss man ganz schnell wegswitchen, so eine Art. Aber die drei hier schön. Und da kam die Berührung. Der Quersteher von Tobias Kühn und Martin Petermann konnte ja nicht so schnell reagieren und Platz machen. Auf jeden Fall Rennunfall. Ja, da gab es die Kollision noch. Da gab es die leichte Kollision. Zum Drift, ja. Passiert. So ist halt nun mal manchmal. Dadurch Tobias Kühn jetzt hier auf Platz 13 zurückgefallen. Klar. Enges Fahrerfeld noch. Noch ein enges Fahrerfeld. Rennen ist noch nicht alt. Sag mal, 9 Minuten alt. Also von daher. Ja, fürs Rennen wird es jetzt umso interessanter, wenn Tobias Kühn jetzt hier wieder diese Aufholjagd betreiben muss. Richtig, richtig. Sich hier wieder durchs Feld kämpfen muss. Das Potenzial ist ja da, gar keine Frage. Der hat jetzt was vor sich, der Tobias. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt hier schon vorbei an Sascha Hagedorn. Nee, das war Tobias. Ja, genau. Nee, an Tobias Jünger. Ne? Habe ich mich verguckt gerade. Nee, er ist noch hinter Tobias. Sascha ist ein Mantai-Porsche. Ne? Ja, Sascha, aber ist Tobias ist noch Elfter. Mhm. Also Jünger. Ja. Und der Porsche hat sich gerade zurück positioniert. Jetzt wieder Tobias Kühn. Der geht gerade hin und her. Da sollten wir doch mal hinschalten. Zack. Kann man mal hinschalten, manuell. Ja. Da und da sehen wir Tobias Kühn ein bisschen weit raus. Dadurch kann sich Sascha Hagedorn seine Position 12 zurückkämpfen. Oder erkämpfen. Spielt natürlich auf Platz 11 liegend Tobias Jünger in die Karten. Wenn die sich da beasen, kann er wieder etwas Abstand gewinnen. Ja, und Finn Marcel spielt es auch in die Karten. Der ist nämlich dahinter auf Platz 14. Ja, genau. Marcel Merrick Luck von X Reloaded. Der kommt da natürlich näher ran, richtig. Halten wir mal zu ihm, oder? Zum Marcel. Der klebt ja wirklich dahinter. Zum Marcel ins TV-Bild. Ja gut, wir gehen mal ins Cockpit bei Marcel. Nicht erschrecken, Marv. Ja. Ich bin nicht nur. Ist nur der Schulle. Ja, da klebt dahinter Sascha Hagedorn im Mantai Porsche. Grüß dich, Volker. Du Sträuch, der Gewinner vom Porsche Cup auf Brands Hatch. Hallöchen, grüß dich, Kamepis. Ah ja, gestern Abend war doch Porsche Cup. Ja, gestern Abend war Porsche Cup, genau. Parallel zur NSL? Nee, davor. Oder davor schon. Ah, davor noch schon. Davor. Okay, hab ich leider nicht gesehen. Aber gelesen in Discord. Ja, Mav, da sind wir gerade im Cockpit, Kamepis. So sieht's aus. Maverick. Ah, er saugt sich gerade ran. Er saugt sich ran. Platz 14 von 22. Ja, kommt da ein bisschen weit raus, verliert da aber nicht wirklich Zeit. Der Mav. Könnte gleich Besuch bekommen vom Florian Rieger, der ist direkt dahinter. Ah, Man sieht ihn schon im Rückspiegel aufblitzen. Da mit seinem blauen Audi R8 sieht man ihn ab und zu im Hintergrund. Hi Krabbel, grüß dich nochmal. Nochmal, hoffe, nochmal, du hast gestern noch schönen Geburtstag gefeiert. Genau. Der Geburtstagshase. Genau. Immer wieder schön anzusehen, auf jeden Fall, finde ich. Ah, da kriege ich immer Bock auf Rennfahren. Jetzt will ich fahren. Da kriege ich auch wieder Bock, obwohl ich Monate nicht gefahren bin. Wir haben eben noch drüber geredet, vor dem Stream. Aber jetzt, wo man es sieht, kriegt man wieder richtig Bock. Richtig Laune. Ja, und die Physik macht auch einfach Spaß, ne, in Race Room, finde ich. Ja, aber da ist ja wohl was Neues in Arbeit, ne? Die Physik wird nochmal nachgebessert, ja. Habe ich bei YouTube gesehen, da hat jemand wohl schon so eine Version testen können, hat die im Video gezeigt und hat so ein bisschen erklärt, so, wie sich das anders alles anfühlt und fährt. Okay. Sagt da wohl nochmal besser auf jeden Fall. Also kommt wohl Richtung R-Faktor und iRacing dann die Physik wohl. Ja. Ja, bin ich gespannt. Wann kommt das? Update-Patch? Keine Ahnung, nicht, ne? Keine Ahnung. Das habe ich jetzt so nicht raushören können. Ja. Ja, Volker, klar. Das ist doch klar, wenn du die Grafikeinstellung nicht so hochstellen kannst, dann wirkt es natürlich anders.
So, dann gehen wir mal in den Autodirektor so ein bisschen. Ja, hab ich auch gerade. Bisschen sind sie alle wieder gleich hier. Martin Petermann hier dran an Jens Fiedler, wenn ich mich nicht irre. Jens Fiedler ist jetzt auf Platz 2, genau. Genau, hier vorne im FIFA 17 AMG. Stimmt, FIFA 17 AMG. Ja, dahinter ist auch noch so ein Dreierpulk. Ja. Wer ist denn das? Markus Reus, Markus, Attila Dehner und Dennis Röser. Genau. Ja, einzige BMW im Feld. Beim Dennis Röser haben wir ja schon öfter mal erwähnt. Ja, stimmt, ne? BMW M6 hier. Genau, dann haben wir noch einen einzelnen Bentley im Feld. Und ich glaube, das war der mit den Einzelboliden. Ja. Porsche 911 haben wir zweimal. Auch nicht oft halt. Sascha Hagedorn und Matthias Otto. Dennoch die alte Wette, ne? Die haben wir auch noch hier im Feld. Die neue gibt es ja auch. 6, genau. Rainer Hillert und Mike Schmidt von SHS Racing fahren die Corvette. Aktuell beide. Rainer auf 19, Mike auf 20. Unser Bentley auf 21. Aber Matthias Otto muss auch was passiert sein. Platz 22 und die Front etwas demoliert. Von seinem Porsche. Ja, vielleicht hier oder da, ne? Mal ein bisschen jemanden besucht quasi. Man weiß es nicht. Oder Dreher oder. Ja. Ja, und Jordan setzt sich gut ab vom Feld hier auf Platz 1. Ja, der kann so langsam durchatmen und dafür hier Jens Fiedler und Martin Petermann ordentlich im Zweikampf. Und dahinter dann natürlich Markus Reus, Emil Peck, Attila Dehner und Dennis Röser hatten wir gerade schon erwähnt. Gucken, ob wir da jetzt mal irgendwann hier Attacken sehen. Das ist ein bisschen was fürs Auge. Ja, der macht hier ordentlich Druck, der Martin Petermann, 0,1 Sekunden. Attila Dehner setzt jetzt zum Überholen bei Markus Reus an. Sind jetzt beide gleich auf. Ich denke, Markus Reus ist ja ein ruhiger Rennfahrer. Und lässt da nicht zu, dass da irgendwas passiert. Lässt die Tür offen. Und versucht dann halt später neu anzugreifen. Dennis Röser jetzt hinter Markus Reus dementsprechend. Mal schauen, wie die Konstellation jetzt sich hier entwickelt. Pit Window ist open. Die Jungs können jetzt ab jetzt ihren Pflichtboxenstopp absolvieren. Na, schauen wir mal. Ja, Jens und Martin von Zero Force Racing weiterhin hier Stoßstange an Stoßstange unterwegs. Ja, die Teamkollegen werden sich jetzt nicht wegschießen. Nö, ich denke, die werden zusammen im Teamspeak sein und sicherlich sich da auch schon ordentlich absprechen. So, ich hol mir mal was Frisches. Meinst du es alle? Ich bin gleich wieder da, ja? Bin auf dem Autodirektor. Autodirektor bin ich auch drauf. Alles klar. Bis gleich. So, ich sehe gerade Sascha Hagedorn. Hat bereits hier seinen Pflichtstopp absolviert als erster. Pit Window ist ja offen, wie wir eben schon erwähnt haben, wie Schule erwähnt hatte. Und der Autodirektor liefert hier uns weiterhin die Bilder von Jens Fiedler und Martin Petermann. Aber auch da hinten geht's knapp eng zur Sache, kann man sagen. Attila Dehner, Markus Reus.
Dennis Röser auch am Start hier mit seinem BMW M6. Wir haben es eben noch gesehen. Eine halbe Sekunde hinter Platz 5, hinter Markus Reus. Da sehen wir sie nochmal beide im Hintergrund. Und der Jordan inzwischen auf 6,3 Sekunden. Gleich fast 7 Sekunden Abstand unterwegs hier mit seiner Position 1. Jordan von EGT Racing. Und sein Teamkollege Tobias Kühn ist hier inzwischen wieder auf Platz 9 vorgefahren. Nach dem Unfall, nach dem Dreher. Konnte hier auch schon wieder 4 Plätze gut machen seitdem. Oh, ich sehe gerade, Sascha Hagedorn ist raus. Er steht an der Box. Ihr könnt es gerade nicht sehen. Stream läuft über Schulles PC. Aber Sascha steht an der Box. Sascha Hagedorn von EGT Racing. Fahrzeugausfall. So, jetzt hier die Onboard-Perspektive von Markus Reus mit Blick auf Attila Dinner. Hat ordentlich Schwung, der Markus. Waren hier fast parallel durch die Kurven. Minimaler Kontakt, aber sehr schön anzusehen hier auf jeden Fall. Diese zwei Kämpfe zwischen Markus Reus von SL Racing und Attila von Zero Force Racing. Hier Tobias Gamel und Thomas Gamel und Tobias Kühn, Platz 8 und 9. Tobias pirscht sich ran. Möchte sich jetzt hier zeitnah vermutlich Position 8 ergattern. Zeigt sich jetzt innen. Thomas lässt auch Platz, lässt offen. Hat hier gemerkt, dass Tobias Kühn einfach schneller unterwegs ist und hat tatsächlich dann auch Platz gemacht. Hat ihn hier nicht unnötig aufgehalten. Faire Aktion auf jeden Fall. Und das switcht er hier bei mir wieder zu Attila und Markus Reus. 0,3 Sekunden zwischen den beiden. Jetzt sieht es AMG-Fahrern. So, da bin ich wieder. Jo. Hey, Jordan kann sich ordentlich absetzen. Hat jetzt schon fast 8 Sekunden Vorsprung. Jetzt wird jetzt stark weniger. Ich glaube, der steht gerade in der Box. Kann mal hin switchen, dann brauchst du nicht extra im Stream. Nee, Jordan fährt gerade über Startziel. Ja, der hat aber gerade
mal gut 2 Sekunden verloren. Also muss es ein kleiner Fahrfehler gewesen sein. Ja, ist gerade über Startziel gekommen. Box war es nicht in dem Fall. Echt ein kleiner Quersteher. Jetzt hat er wieder 8 Sekunden Vorsprung. Also irgendwas spinnt er gerade ein bisschen. Sascha Hagedorn ist leider raus. Ja, hat's ich mitbekommen. Achso, ja. Ja, und Matthias Otto, der ist jetzt auch schon auf der 21. Runde zurück, ist auch raus. Ne, der fährt bei mir. Der fährt bei dir? Der Matthias Otto ist auf der Strecke. Tatsache. Der fährt. Okay, der fährt. Weil schon eine Runde zurück ist. Er hat vielleicht einen Schaden. Der, ja, ich sehe schon, ein Scheinwerfer ist kaputt. Genau, der visuelle Schaden ist da. Da wird ein Unfall gewesen sein und der hat ein bisschen länger in der Box gestanden. Dadurch eine Runde zurück. Ja, meistens zeigt der Auto Director hier weiterhin Jens Fiedler und Martin Bedermann, weil die beiden einfach so dicht hier beieinander sind, aber auch dahinter. Ist es knapp. Ja. Attila und Markus Reus mit 0,4 Sekunden. Ja, heute nicht ganz so Zweikampf geprägt, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Muss ich sagen. Ja, es ist etwas ruhiger. Also man sieht schon die Fights, aber vergleichsweise weniger. Aber wir haben ja noch 35 Minuten. Gucken wir jetzt Martin Petermann an. Ja. Sicherlich alles in Absprache. Denke auch. Team Order? Fragezeichen. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Nee, die Jungs machen das hier. Alles sauber. Richtig. Ja, da muss man sich natürlich auch kennen, ne? Wenn man stellenweise hier so dicht hintereinander über die Strecke heizt. Wird hier auf jeden Fall der Fall sein bei den Jungs. So, was sehen wir da hinten? Der Markus Reus, der zeigt sich hier mal eben beim Attila. Ja, lässt sich da nicht abschütteln. Macht da ordentlich Druck. Attila relativ weit gerade raus. Und Markus jetzt richtig dran. So, aber ihr Jens lässt sich auch nicht vom Martin abschütteln. Der bleibt da dran. Wechsel mal manuell zu Markus, dass wir da nichts verpassen. Denn sind's. Denn gibt ja mehrere Teams. Also jetzt wie bei uns bei X Reloaded. Da hat man dann hier Hashtag 1, Hashtag 2 und so weiter. Sieht man nicht im Stream, aber in der Tabelle im Endeffekt. Und ich weiß gar nicht, ob der Jens ein Gastfahrer ist oder ob Zero Force, na, die haben mehrere Teams gestellt, ne? Der Josef fährt ja, glaube ich, auch den AMG. Mhm. Also von daher passt das schon. Also sind zwar in einem Team, aber nicht im Team-Team. Quasi wie Red Bull und Toro Rosso. Jetzt mal so einfach erklärt. Genau. Ich bin weiterhin gespannt hier bei Markus und Attila, wie sich das Ganze noch ergibt. Wie gesagt, Markus lässt sich hier alles andere als abschütteln. Der ist weiterhin im absoluten Windschattenbereich. Genau, von Attila. Der macht richtig Druck hier. Und versucht sich hier natürlich Platz 5 zu holen, ne? Platz 4. Platz 4? Hm? Ja, Platz 6 ist seine Fahrzeugnummer. Ach, Amateur. Schulle. Oh Mann. Als hätte er es noch nie getan. Nee, genau. Kein identisches Team quasi. Schwester, Tochter, Bruder, Team, wie nennt man's? Genau. Genau so. So in der Art. Oh, Markus, 0,1. Jetzt zeigt er sich. Er hat Schwung. Oh, reicht noch nicht ganz. Reicht noch nicht ganz, aber er macht ordentlich Druck. Und hier Attila geht hier immer sehr weit raus. Ja, genau wie eben. Und da Markus kommt die Lichthupe und mach mal Platz jetzt. Bemerkbar. Aber Markus ist ja, wie gesagt, wirklich ein geduldiger und ruhiger Fahrer. Auf jeden Fall. Der weiß auch, ich habe noch 32 Minuten Zeit. Genau, da braucht nichts überstürzen. Er überstürzt nichts, aber er zeigt sich. Das ist auch richtig so. Richtig. Zeigt sich auch immer wieder innen hier. Setzt immer kurz an.
Ja, kommt jetzt auch gut ist raus aus die Kurve. Er muss den Moment abwarten. Ist schön anzusehen, auf jeden Fall. So, hier im Zweikampf. Maverick Black und Florian Rieger. Ah, Robert an der Box. Alles klar. Flo und Maverick, hast du gesagt. Genau, die sind gerade im Zweikampf. Flo macht da ordentlich Druck auf Maverick. Oh. Robert Wurzi, Durchfahrtsstrafe. Strafe. Robert, was ist los da schon wieder? Robert, du Strolch. Oh, da dreht er sich raus. Wer? Der Flo. Der Flo dreht sich raus. Flo dreht sich raus hinter Maverick, war er. Ja, da kam sehen wir noch. Rum. Ärgerlich, Flo. Ja, Dirty Air vielleicht und dann... kam das Heck. Kam das Heck. Ja, ich hole mal gerade ein frisches Bierchen hier. Ja, mach das. Mach das. Und Markus saugt sich hier jetzt gerade richtig ran. Gucken, ob er jetzt über der Bremse endlich vorbeigehen kann. Ja. Oh, das wird eng. Und da ist der Dreher von Markus. Auf jeden Fall kam das Heck ordentlich. Ja, war sehr eng auf jeden Fall. Schade. So muss sich Markus jetzt wieder zurückkämpfen. Hier Maverick Black, jetzt wieder etwas Ruhe für ihn, nachdem sich Flo hier im Windschatten gedreht hat. Und hier Jens Fiedler jetzt auf Platz 17. Das war ganz schön eng gerade. Da kam er ein bisschen von der Strecke runter, wollte wieder rauf. Und der Sportskamerad hat es da nicht so richtig gesehen. Jens Fiedler jetzt schon den Pflichtboxenstopp weg. Jetzt wird hier alles wieder durchgemodelt und durchgeschüttelt. Da war jemand im Kiesbett gerade. Wer war das? Das kann ich jetzt ja nicht so schnell rausfinden. Schade, der Autodirektor nicht so was auch mit einfängt. Wenn die Leute mal von der Strecke kommen oder ein Unfall ist, wäre natürlich auch noch erste Sahne. So, Attila Diener jetzt natürlich ein bisschen Ruhe. Markus Reus ja gerade den Quersteher gehabt. So, Florian Rieger war jetzt in der Box, jetzt auf Platz 17. Und hier haben wir jetzt viele auf 12 und auf Platz 11 den einzig fahrenden Bentley im Feld mit Christoph Hohmeier im Ross. Jens Fiedler geht da auch mit seinem AMG jetzt vorbei. So, ich sag mal Prost in die Runde. Der Stößerkin. Zum Wohle. Junge, du darfst nicht so viel trinken, du musst noch fahren. Ja, mein Limit sind 2 Bier jetzt vorm Rennen. Also virtuell fahren, meine ich natürlich. Ja. 2 Bier gehen trotzdem, ja? 2 Bier gehen trotzdem. Oh, da ist einer weit raus. Das könnte Florian Rieger gewesen sein. Ja, leider. Schon wieder. Florian rollt hier. Ah, ärgerlich. Grün. Gucken wir mal gerade hier. Ja, schon wieder auf der Strecke. Platz 19 jetzt. Schade. Oh, und schon wieder. Was ist los beim Flo? Da hat der Wurm drin. Knallt gerade wieder hier ein. In die Bande. Ja, okay, Front-Aero ist auch weg. Ich weiß nicht, ob sie vorher schon weg war. Bleibt jetzt hier auf dem Grün stehen. Okay. Hier kommen jetzt natürlich sämtliche Fahrzeuge. Na, fährt er noch weiter? Es sieht nicht so aus. Er steht noch. Front-Aero auf 0. Doch, Fahrzeug bewegt sich wieder. Front-Aero, wie gesagt, komplett weg. Da hat er gerade auf jeden Fall Probleme. Wir machen mal hier die Vehicle-Info an. Ja, Front-Aero weg, sehen wir hier. Ja.
rollt jetzt hier los langsam. Ganze Frontschürze verloren gegangen. Ja, schade, Flo. Ja, da lassen sich die Kurven quasi ja nicht mehr fahren. Wenn da die Front-Aero fehlt. Und ja, da kommt er wieder raus. Ja. Da würde er sich ärgern. Fahrzeug nicht mehr fahrbereit, kann man fast sagen, in dem Zustand. Hatte gerade oh, Dennis Röser? Ja. Was, Jordan an der Box oder was? Der wird gerade durchgereicht. Ich gehe ganz stark davon Jordan raus. Steht. Jordan steht regulär an der Box. Ich habe es nur gerade oben gesehen, dass es so durchgereicht wurde. Man weiß ja nie. Ja. Aber er steht regulär an der Box. Maverick hat sich gerade auf Platz 7 geschoben hier. Ja, Platz 6. Platz 6 jetzt. Über, jetzt. Box. Über die Box jetzt auf Platz 6. Ja, einige Pflichtstops fehlen noch. Gut, knapp über die Hälfte der Fahrer haben den Pflichtstopp absolviert. Tobias Jünger, gerade 2 Plätze geholt. Auch über Box, glaube ich, noch. Tobias Jünger auf der 7, ja. So, Jordan wieder auf der Strecke. Platz 8 jetzt erstmal für ihn. Aber vor ihm müssen noch alle an die Box. Er hat ja eben auch fast 7 oder 8 Sekunden Abstand gehabt, ne? Auf Platz 2, der Jordan, glaube ich. Richtig, genau. Und vor ihm, wie gesagt, dementsprechend müssen noch alle rein. Genau. Jetzt haben wir hier im Mittelfeld ist noch der Christian Hohmeier, der war noch nicht. Ja. Da wird es auf jeden Fall nochmal Veränderungen geben. Und wenn man sich jetzt Platz 1 bis 7 anguckt, die waren alle noch nicht in der Box. Aber wie gesagt, das wird nochmal ordentlich jetzt durchgerührt, das Feld. Wenn alle Boxenstopp bereinigt sind. Hi, Toni. Toni, grüße dich. Toni guckt sich seine zukünftige Fahrermilieu an. Ja, Toni legt auch los. Ich glaube, Toni will so ab Weihnachten auf jeden Fall auch ein bisschen hier mitfahren, hat er jedenfalls gesagt. Ah, geil. Freut mich auf jeden Fall. Hi, Thorsten! Thorsten, Prost! Prost! Grüß dich, Thorsten! Das ist das Geräusch, was der Thorsten mag. So, Markus Reus und Tobias Kühn jetzt in der Box. Ich sehe gerade, Florian hat sein Fahrzeug abgestellt. Der stand gerade in der Box. Ja, okay. Abgestellt, hat gesagt, okay, macht hier keinen Sinn heute. Schade. So, und Maverick Plek kommt auch in die Box. Da ist er ja, der Flo im Chat. Oh, grüß Flo, dich. Wir haben es gerade drauf gehabt. Schade. Schönen Zweikampf gehabt und dann kam dir der Arsch und dann warst du so ein bisschen durch, glaube ich, wa? Ja, und später durch den Frontschaden ja auch kaum noch fahrbar, das Auto. Ja. So, Tobias Kühn kommt zeitgleich mit Markus Reus hier aus der Box. Tobias Kühn sich hier also quasi wieder ordentlich Feuer arbeitet, ne? Jetzt Platz 7. Wie gesagt, da müssen noch 2 Leute vorne in der Box. Das heißt, wird sich da nochmal glätten quasi oder richtig stellen. Tobias Kühn auf Platz, glaube 3 oder 4 liegend. Abgeflogen vorhin und auf Platz 12 durchgereicht und jetzt wieder eigentlich vorne dabei. Ah, nach dem Einschlag keine Leistung. Ist auch interessant, weil laut Vehicle Info hattest du nur einen Frontspoiler-Schaden. Ja. Aber Engine war noch auf 100%. Ja, aber wenn du sagst, ja, Motor sah gut aus, sagt er. Ja, komisch. Komisch. Hm. Ja, es wirkte auch so, dass du nicht so aus dem Tee kommst. Ja. So, Sven Lehmann und Dennis Röser müssen noch ihren Pflichtstopp machen, dann sind alle durch mit ihrem Pflichtstopp. Dennis Röser daher aktuell hier noch auf Platz 1. Der muss noch rein hier. Und Tobias Kühn hier an Markus Reus dran, macht da ordentlich Druck.
gerade so ein bisschen aufs Grün gekommen. Kleiner, minimaler Quersteher. Aber nicht viel Zeit gekostet. Bleibt da dran. Ja, die 30 km/h durch deine Front-Aero wahrscheinlich. Nehme ich mal stark an. Die Stoßstange war komplett weg, auf jeden Fall. Ja. Ja, Tobias Kühn. Wie du schon sagtest, hinter Markus Reus. Hat er sich ja von Platz 13 wieder vorgekämpft. Ja. Ach, war davor schon mit den Leistungsproblemen. Okay. Da ist der Kacke. Wenn man das so sagen darf. Ja. Kacke. Kacka. Kacka. So, Dennis Röser jetzt im BMW die Führung übernommen, weil er noch nicht in der Box war. Führungsrunden hier für den BMW. Ja, zieht weiter durch auf jeden Fall. Er muss natürlich dran denken, reinzufahren. Ich weiß nicht, wie lange das Pit-Window hier offen bleiben wird. Ja, genau weiß ich es auch nicht, aber auf jeden Fall nicht bis zum Schluss. Jo, mach's gut, Lone. Schönes Wochenende dir noch. Bis denn, Lone. Etwas betrübt auf jeden Fall hier. Verständlich. Verständlich. Hier ist auch wieder am Start. Ja, geh doch. Oh, da fährt er rein, der Dennis. Der Dennis Röser fährt an die Box. Der letzte, der hier seinen Pflichtstopp absolvieren muss, der Dennis in seinem BMW M6. Ist Road America. Road Tony. America, genau. Road America. In Elkhart Lake. Elkhart Lake. Genau. Ich glaube, das nächste Rennen, wenn ich mich nicht irre, ist in Indianapolis. Ja, das ist halt auch das Geile an Race Room, ne? Allein diese Strecken. Die Streckenauswahl, die hat keiner. Das ist geil. Also die hat, da ist Race Room auf jeden Fall vorne dabei. Ja, und ich glaube, in Indianapolis und dann kommt, glaube ich, schon der Nürburgring. Wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, am 23.11. Genau. Da fährst du mit. Da, sie plant, dass ich mitfahre, ja. Das kann ich mir nicht nehmen lassen. Auf der Nordschleife, da muss Fatih mitmachen. Da musst du mitmachen. Oh! Dennis Röser. Ja, Kontakt mit Tobias Kühn. Eieiei. Der kam noch aus der Box, der Dennis. Der war noch nicht auf Geschwindigkeit. Ja. Und da vermute ich mal, dass sich der Tobias Kühn verschätzt hatte. Oha. Oder ist er ihm in die Linie gefahren? Ich hab's nur aus dem Augenwinkel gerade gesehen. Der ist natürlich, wie letztes Mal schon erwähnt, wenn es ein Replay geben würde, wäre der Hammer. Ja. Könnte man direkt gucken, hier, guck mal, so und so war die Situation, weil manchmal hat man halt nur diese Momentaufnahmen, wie der Autodirektor halt die Kamera schaltet. Ja. Ja, und ja, schade. Ich weiß nicht, ja. Ja, war halt diese Geschwindigkeitsdifferenz, wahrscheinlich, weil er erst aus der Box kam. Und Tobias hat vielleicht nicht mit gerechnet oder so. Ich weiß es nicht. Ist schwierig zu beurteilen. Nee, da brauche ich keinen PC. Da bin ich nämlich nicht zu Hause. Wie, du bist da nicht zu Hause? Haben wir schon alles durchgesprochen, Schulle. Nee, haben wir gar nicht. Nee, hast du mir nicht erzählt, dass du da nicht da bist? Können wir gleich besprechen, nicht im Stream. Haben wir schon alles geklärt, suche ich dir raus. Da habe ich gesagt, da bin ich auf dem Konzert. Am 23. Und ich hab dir gesagt, das musst du absagen. Ja, ja. Ich dachte, das war klar. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Klar. Uni, kriegt jeder ein Duell auf der Nordschleife, der will mit mir. Im Schule kannst du sagen, was du willst. Der hat ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ja, ja, das stimmt wohl. Das ist ein Typ. Du bist ein Typ, Junge. Junge. Ja, ich sag alles ab. Für den Stream, auf jeden Fall. Nicht. Was, Santiano? Was? Hä? Verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Verstehst du das, was der Volker schreibt? Nee. Der Fatih macht gleich erstmal NSL. Ja. Bei dem Wildeger Herzboom. Ja, genau. Genau da ist er. Auf jeden Fall. Santiano. Ach, da bist du ja, Jake, bei Santiano? Nein. Sollst du lügen?
Weiß nicht, wer das ist. Ja, wo, was ist denn für ein Konzert, wo du bist? Sag ich nicht. Na komm. Hm? Wolle Petri, nicht. Comeback Tour oder was? Nein. David Hasselhoff, ja? Singt die Mauer wieder nieder oder? I'm looking for freedom. Helene Fischer. Nein, es ist ein Mann. Es ist ein Mann. Oh ja. Okay. Kannst du uns da mehr Tipps geben? Es ist ein Mann? Ich kenne mich da auch nicht so aus. Bushido. Bushido. Er hat vom Mann gesprochen, Alter. Er hat vom Mann gesprochen. Andrea Berg. Ja, stimmt. Andrea Berg ist ein Mann. Andreas Berg. Oder was? Nee, Andrea Berg. Hast du die mal angeguckt? Ja, die sieht aus wie ein Mann. Der KW ist Andreas. Heino, nee, auch falsch. Oder Jiggy Boy, Junge. Da muss der Pi mal streamen, wenn der Schulle Nordschleife fährt. Ja, da muss der Pi wohl mal ran. Und der hat auch den PC. Der läuft. Der läuft, der rennt. Das musst du machen, Pi. Der Schulle muss gestreamt werden an dem Abend. Genau. Schade, ich habe gerade geguckt. Ja, der Jig hat sie geschrieben. Er ist am 23.11. auf dem Konzert. Hat aber leider nicht geschrieben, was für ein Konzert. Ja, das spielt ja keine Rolle. Ja, das ist Jig peinlich. Kriegt ihr das mit? Ihr müsst ihn weiter löchern, wo er hingeht. Frag Debbie, wo wir hinfahren. In Köln oder wo ist das? Ja, in der Nähe. In der Nähe? In der Nähe von Köln. Am 23.11. ab 20 Uhr. Mehr sage ich nicht. Warum? Guck mal, auf einmal schreiben sie alle, oder? Ja. Wenn es hier ums Konzert. Auf einmal werden sie alle aktiv. Die Stalker hier wollen wissen, wo ich bin am 23.11. Unglaublich. Schulle, hör auf zu googeln. Hot Water Musik in Köln am 23.11. um 17 Uhr. Hör jetzt auf, komm, guck aufs Rennen. Comedy Tour in Köln. Ich mach Stream vom Konzert. Ah, nee, darf man nicht wegen GEMA, ne? Ja. Darf man ja gar nicht. Aber wie sie auf einmal alle schreiben, die Lurche. Unglaublich. Selbst der Bot schreibt. Unglaublich. Die Kassierer. Nee. Kölsche Weihnacht. Nein. Jetzt hör auf. Aber bestimmt zu Dieter Bohlen Deutschland-Tournee. Nee, auch falsch. Oder anders. Ja, dem Crump sage ich es gleich in Fortnite privat. Ja, und dann sagst du mir, dass ich im nächsten Stream damit aufziehen kann. Ich hab da kein Problem mit. Na, dann sag doch, wo du hingehst. Nein. Meine Herren, ey. Mal, dieses Ausfragen über private Dinge im Livestream. Ach so. Ich dachte, ich gehört zu deinem Privatleben, aber ist anscheinend ja nicht so. Jig, aber doch nicht die 600 Zuschauer. 600 hat mir gefallen, ja. Ja. Mann. Können wir jetzt mal aufs Rennen gucken? Ja, da sind Autos. Rennfahrzeuge. Markus Reutz auf jeden Fall immer noch. Nein, 600, Crump. Du musst aktualisieren. Ja, ach, Crump. Na, ich bitte dich. Ja. Wir streamen ja noch gerade live auf Mixer und YouTube. Mixer, YouTube und ProSiebenMax und Facebook. Auf Six und Kabel 1 und so. Ja. 18, sagt er da, 18. 18. Da will man doch nicht aufstehen dafür. So, hier, Tobias Kühn setzt hier zum Überholen an. Der ist noch immer in seiner Aufholjagd hier nach seinem Dreher Anfang des Rennens. Von 13 auf 5. Genau, nach 22 Uhr auf Sport 1. Und ab 0 Uhr könnt ihr auch Jiggy live bei Sportclips sehen. Sportclips.
Tolles, sexy Sportclips mit Bart. Nee, Toni, bitte nicht. Bitte, nee, ich kann euch überhaupt nichts versprechen. Ich bin so gespannt auf das Rennen. Ich hoffe, ich werde nur nicht letzter, ey. Ich freue mich schon das ganze Wochenende auf dein Rennen. Ja, ja, du bist doch erst seit gestern. Ja, gestern war ja Freitag. Ja. Also das ganze Wochenende schon. Klugscheißer. Nee, ey. Ich lasse das laufen nebenher. Quamp und ich, wir zocken und nebenbei läuft der Stream. Gestern hast du mir nicht versprochen, das guckst du auf dem Beamer mit ja, dem Wein und so. Ja, aber gefragt, ob wir Fortnite spielen. Ja. Ist okay. Okay. Mhm. Tulle wird eh langweilig, der fährt dann mit 10 Sekunden Abstand auf Position 1 rum. Ja, genau. Genau. Also ey, Podium könnt ihr vergessen. Nie im Leben fahr ich aufs Podium heute. Nie klar, im Leben. Schulle, trotzdem. Strecke. Oh, wer ist denn da hinten eingeschlagen? Mit trotzdem. Ei, 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 das sah nicht schön aus. Ich muss mal pullern, ey. Pullern, aber wer hat... Boah, wer 11 ist Minuten da? Schaffst du noch. Wer ist da, Das war eine Corvette, eine blaue. Eine blaue? Oh, bläulich. Sah so aus von weitem. Oh ja, der Rainer Hillert, der steht. Rainer Hillert? Rainer Hillert auf 20, ist jetzt in die Box. Ah ja, okay, brauchen wir nicht rüberschalten. Leider gegen Ende des Rennens hier ausgefallen. Schade, voll eingeschlagen. Ah, das ist ärgerlich. Rainer Hillert. Also... Ja, von SHS Racing. Wen haben wir denn noch? Florian Rieger war raus, hatten wir gesehen. Und der Sascha Hagedorn. Drei Fahrzeug-Komplettschäden. Jo, mach das, Toni. Bis später, bis gleich, bis nachher. Ich halte nicht aus, ich bin gleich wieder da. Jo. So, ich vermute mal, dass der Schulle im Autodirektor ist. Und da sehen wir den Tobias Kühn. Der hier sich innen zeigt, bei Markus Reus. Tobias Kühn dadurch jetzt auf Platz 4 wieder vorgefahren. Hat jetzt circa 8 Sekunden Abstand auf Position 3. Das Treppchen aktuell Jordan auf 1, Martin Petermann auf 2, Attila Dinner auf 3. Dann haben wir Tobias Kühn und Markus Reus, Dennis Röser auf 6, Yannick Malaika auf 7, Jens Fiedler auf der 8. Und der Jens Fiedler, den sehen wir hier gerade. Möchte jetzt hier gleich an Yannick Malaika vorbeiziehen, der in der Corvette Z06 unterwegs ist. Knappe, ja, oder gute 9 Minuten nur noch zu fahren hier. Und schöne Aufnahmen gerade hier von Jens und Yannick. Yannick Malaika von Trofeo Motorsport. Das ist Road America, Thorsten. Road America. Wie der Name schon sagt, eine Strecke aus den USA, genauer gesagt in Elkhart Lake. Schöne Strecke, 6,5 Kilometer lang, 14 Kurven. Eröffnung war im Jahr 1955. Thank you.
Definitiv. Thorsten, ich denke ja. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich bin sie selber noch nicht gefahren, Thorsten. Muss ich gestehen, ich bin so lange nicht gefahren. Und Road America auch noch nicht. Ich denke schon, dass es einen gewissen Anspruch hat, die Strecke zu fahren. 14 Kurven, viele Anhöhen, auch öfter mal Fahrbahnunebenheiten. Da haben wir schon den ein oder anderen Dreher gesehen, wo es einfach mal das Heck dann aushebelt. Und weiter hier schöne Bilder von Jens Fiedler und Yannick Malaika. Ich hoffe, ihr seht es auch über Schulle-Stream. Ja, sieht so aus. Oh, hat es den Jens gerade rausgedreht, ne? Er springt immer so schnell um mit der Kamera. Nee, war nicht Jens, oder? Doch. Er springt immer so schnell um mit der Kamera, wenn was war. Da hat sie ihn weggedreht. Einmal nicht hingeguckt, direkt was passiert. So, da bin ich wieder. Ah! Wenn die Zuschauer wüssten. Ja. Was ich hier im Hintergrund. Oh Mann, ey. Joel hat gerade die Kündigung von Extreme Team Live bekommen, weil er zweimal während eines Rennens rauchen war. Fristlos gekündigt. Du kannst mich gar nicht kündigen. Fristlos. Dreckige Shift. Ja, Jens Fiedler, den hat es hier leider zweimal weggedreht. Oh, haben wir halt im Stream gehabt? Hoffe. Was war die? Hatten wir drauf über den Autodirektor. Ja, er ist leider mit der Kamera dann weggeschwenkt. Er war nämlich am Yannick Malaika dran, der auf Position 7 ist. Ja. Schöne, enge Fights gehabt. Da ist dem Jig das Kölsch aus der Hand gefallen. Nee, das würde nicht passieren, Thorsten. Nee. Das bleibt die kleinen clean Flaschen, die können doch nicht aus der Hand fallen. Genau. Also wer einen Job hat für Schulle, ja, macht ihm ein Angebot. Fange ich bei Grello TV an. Bei Grello TV oder 1PX gibt's auch. Bei 1P fange ich an, genau. Wir haben noch gar nicht alle durchgeklickt, Schulle. Wir haben noch gar nicht alle durchgeklickt? Wir haben nicht alle Fahrer gezeigt. Das ist ein Skandal. Komm, wir fangen vorne an. Wir haben... Geh mal durch. Hier, bitte. Jordan, auf Platz 1 liegt EGT Racing. Dann haben wir Martin Petermann, Zero Force Racing, auf Platz 2, auf Platz 3, Attila Dina, auf Platz 4, Tobias Kühn von EGT Racing, auf Platz 5 Markus Reus von SL Racing Esports, auf Platz 6 Yannick Malaika von Trofeo Motorsport, auf Platz 7 Thomas Gamel hier von FD Racing Club, dann auf Platz 8 liegt Jens Fiedler von Zero Force Racing, Platz 9 Frank Schulz von Mordeds, Platz 10 Maverick Plague von X Reloaded Esports, Tobias Jünger auch von X Reloaded Esports. Da hat jemand noch nicht das Teamding aktualisiert, aber ich glaube auch noch nicht. So, Robert, ja. Wutzi auf Platz 12 SL Racing Esports. Erwischt. Kamil Timber hier auf Platz 13 von SimRacingAcademy.pl. Dennis Röser, Platz 14 hier von Sky VR Italia. Dann Sven Lehmann auf der 15 SL Racing Esports. Da ist er. Dann Brian Schmidt, SHS Racing. Auf Platz 16
Platz 17, Christian Hohmeier-Mors hier im Bentley unterwegs von CHM Motorsport. Dann Mike Schmidt auf der Corvette, in der Corvette, auf Platz 18, das wollte ich sagen. Auf der Corvette? Auf der Corvette, ja, nee, auf Platz 18 in der Corvette von SAS Racing. Dann Matthias Otto hier im Porsche EGT Racing, Platz 19. Rainer Hillert, Platz 20, leider schon ausgeschieden. Dann haben wir Florian Rieger hier, auch im Audi A8, schon das Rennen beendet. Und Sascha Hagedorn im Porsche, auch das Rennen beendet von EGT Racing. So, jetzt haben wir alle gezeigt, würde ich sagen. Das hast du gut gemacht, Scholle. Ja, wunderbar. Danke. Bei ohne Pi, schreibt Thorsten. Ja, anderthalb Minuten noch. Oder auch 90 Sekunden. Dann ist die Uhr hier runter, die 60 Minuten sind rum. Richtig. Das Treppchen steht, kann man sagen. Jordan, Martin, Attila, wenn nichts mehr dazwischen kommen sollte. Genau. Die Abstände sind sonst groß genug. Natürlich, Toni, der Sound ist einfach mal mega. Der ist super. Wobei ich sagen muss, bei R-Faktor ist er noch mal eine Ide besser. Der Sound. Ist mir auch aufgefallen, als du letztens das Nordschleifen-Video wieder hochgeladen hattest. Mit der Corvette, ne, Alter? Mit der Corvette, da stellen sich die Haare direkt auf, Alter. Das musst du dir mal anschauen, Toni. Das ist irgendwo auf unserer Twitch-Seite. Twitch oder YouTube, genau. Eins von beiden. Ich glaube, hier Nordschleife mit der Wette Hikes genannt. Such dir mal die R-Faktor-Videos raus, Toni. Das ist mega, die Soundkulisse. Da kriegt man bald Gänsehaut. Ja, macht es, auf jeden Fall. Also da, der Sound ist schon Porno, kann man so sagen. Ja, auf jeden Fall. So, wir schalten mal auf Jordan. Ja, letzte Runde. Letzte Runde. Die Zeit ist runter. Ja, die Zeit rennt jetzt runter. Sind auf Null. Rundenbestzeit hier auch in dem Fall von ihm mit der 2 Minuten 03,942. 27 Runden wurden absolviert bisher. Insgesamt. Auf dieser 6,5 Kilometer langen Strecke. Und da kommt er auf Startziel mit Lichthupe, der Jordan. Platz 1, Glückwunsch. Glückwunsch an Joran hier. Dann schalten wir mal auf Platz 2. Kommt gerade rüber Martin Petermann hier. Auch im Audi unterwegs. Und da kommt schon. Na, Attila Diener. Richtig. Haribo AMG. Da haben wir unser Treppchen, genau. Genau. Tobias Kühn auf Platz 4. Markus Reus Platz 5. Und da kommt Yannick Malaika auf die Startziel. Hat sich auch noch einen Platz geholt, war eben noch auf der 7, jetzt auf 6. Ja, hat sich da noch Thomas Gamel einverleibt. Da kommt auch Thomas Gamel über die Ziellinie. Ja, der Autodirektor braucht ein bisschen lange zum Switchen. Jens Fiedler auf Platz 8 hier im Ziel. Da kommt Frank Schulz auf Platz 9 ins Ziel. Und Maverick Black gefolgt. Nee, das ist eine Überrundung, die dahinter ist. Ja. Maverick auf der 10. Auf der 10, genau. Tobias Jünger kommt gerade hoch hier bei. Da mit Lichthupe, der Tobi. Auf Platz 11. Mein direkter Teamkollege übrigens. Richtig. Robert Wutzi auf Platz 12. Kamil Timber dahinter. Auf der 13. Dennis Röser hier im BMW kommt gerade rüber. Und da kommt Sven Lehmann von SL Racing Esports über Startziel. Ryan Schmidt kommt jetzt auch auf Startziel.
auf Platz 16 liegend. Oh, Christian ist raus. Christian Hohmeier-Ross stand an der Box, habe ich es gerade richtig gesehen? Ja. Haben wir ist er noch ausgeschieden jetzt? Ja, wahrscheinlich, ja. Steht an der Box. Er stand jetzt gerade bei mir an der Box. Ja, wird aber als 17. hier gewertet. Wird trotzdem gelistet. Okay. Wird trotzdem gelistet. Weiß ich nicht, wie es im Nachhinein noch gewertet wird. Muss man schauen, können wir jetzt nicht sagen. Da haben wir nochmal das Ergebnis laufend. Ja, da haben wir dann drei Fahrzeuge definitiv, die nicht zu Ende gefahren sind. Oder kann auch sein, dass vielleicht vier, ne? Der Christian vorher abgewunken wurde und dadurch schon da stand. Kann vielleicht natürlich auch sein. Ja. 14 Punkte hat er auf jeden Fall laut Tabelle hier mitgenommen. Richtig. Der Christian, die hat er, die hat. So, da würde ich sagen, wir haben heute nicht viel Zeit. Ich muss gleich meinen Rennsessel auspacken. Leute. Gleich geht's weiter hier bei Schulle. Genau. Vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt und ja, dann einfach bis zum nächsten Mal. Nächste Woche bestimmt wieder Nightshift, Race Room, irgendwas wird bestimmt bei uns laufen. Definitiv. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche, Freunde. Macht's gut, bis denn. Ciao, ciao. Ciao.